Willkommen beim Rauchsignal und bei der hoffentlich diesmal erfolgreicheren Rettung des Co-Piloten. Denn wer den letzten Teil mehr oder weniger noch in Erinnerung hat, müsste eigentlich so sein, denn er ist planmäßig wohl vor diesem fast exakt 24 Stunden erschienen. Der sollte mitbekommen haben, dass ich es ungern habe, wenn Leute, die uns retten wollen, einfach sterben und wir dann zumindest... Komm schon, du bist zurück. Ja, warte, bis ich fertig bin. Nichts dafür tun, diese zu retten oder zu rächen, je nachdem. Kann ich so? Ich kann nicht... Scheiße, ich kann nicht... Okay, gehen wir. Sag mal, was machst du als erstes, wenn wir von hier wegkommen? Was gutes Essen? Scheiße, ja... Ja, ich möchte ehrlich gesagt den Typen nicht weiter zuhören, wie sie über Essen reden. Vor allem könnt ihr ja lesen, was sie da sagen. So. Ich hoffe, die gehen jetzt zu einem völlig anderen Ort, denn ich habe keine Lust, den Typen zu folgen. Ich meine, ich werde wahrscheinlich noch genug von denen erledigen. Da ist der Pilot. Schön. Und hier ist... Ist das ein Grab? Naja, ich schaue mal besser nach hier. So viel zum Thema. Ich möchte nicht woanders hingehen, sondern erstmal den Piloten retten. Aber das interessiert mich doch schon hier. Ja. Wo sind wir hier? Ah. Modifizierung verfügbar. Finden Sie im Lager. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Also zumindest, also merkwürdig, so, was heißt das? Optionales Grab, Halle des Aufstiegs. Dann machen wir jetzt mal ein optionales Grab. Alles klar, meine Freunde, los. Scheiß auf die Hauptstory. Neues Lager entdeckt, Halle des Aufstiegs. Wo ist denn das? Wo ist denn hier ein Lager? Ah, da. Schön. Also hier würde ich auch gern campen. Das ist geil. Vor allem so unwindig. Ja, genau. Recurve-Bogen. Waffe modifizieren. Provisorischer Langbogen zur Recurve-Bogen. Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. Recurve-Bogen gemeistert. Das ging ja schnell. So, was bringt ein Recurve-Bogen? Liebe Bogenschützen, klärt mich auf. Überleben-Upgrades für Kämpfer haben wir bisher... Nee, warte, für Jäger haben wir am wenigsten. Das heißt, Jäger, gucken wir mal hier. Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus. Schalten Sie Ihre Feinde mit Fitness aus. Ja. Um größere Belohnungen zu erhalten, sammeln Sie mit Kopfschüssen, Exekutionen und lautlosen Kills zusätzliche EP. Das ist schön. Lautlose Kills werden zwar eher weniger vorkommen, denn wie ihr mich bisher kennt, wird das wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, dass ich intelligent genug bin dafür. Was ist das hier? Also... Das gehörte früher zu der Partei. Das ist schön. Jetzt, wo ich weiß, dass hier offenbar Geister oder irgendeine Scheiße, Entschuldigung, dass ich das sage, rumspukt, habe ich schon ein bisschen, also ganz im Ernst, das ist jetzt nicht gespielt und nicht so getan. Ich habe ein bisschen, zumindest ein anderes Gefühl beim Spielen, weil irgendwas will uns nicht von dieser Insel lassen. Und wenn ich sowas spiele, das war schon in Uncharted 1 so. Ja, ich vergleiche das Spiel hier nicht mit Uncharted, sondern ich rede gerade einfach nur so über Uncharted. Uncharted 1 und 2 oder, ja gut, der dritte Teil natürlich auch, hatten immer, vor allem am Ende, sowas Mystisches, sowas Übernatürliches an sich. Und das hat schon immer so ein bisschen geflasht. Und ich freue mich, dass das hier auch in Tomb Raider so ist. Was kann man denn hier machen? So. Aha. Und, na, hoppla, hoppla.
Oh, cool. Ja, dieser Seilmechanismus sieht sehr stabil aus. Da kann jetzt erstmal nichts mehr passieren. Ah. Ich... Warte. Und... Wenn jetzt diese Klappen kaputt gehen, das wäre schon ziemlich blöd. Cool. So. Und beeil dich, beeil dich, beeil dich. So. Und drauf da. So. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Klappen kaputt gehen. Ach, da oben müssen wir dran springen. Mensch, sag das doch. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wirklich kaputt und ich kann die wieder zumachen. Das wäre blöd. Ah ja. Wenn man sowas nur einmal machen könnte, das wäre schon, das käme schon nicht so gut an. So, und. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich hatte schon gerade nicht so viel Zeit dafür. Hopp, 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 hopp. Fertig. Wo kommt dieser Wind her? Das frage ich mich jetzt. Das ist wirklich so. Naja. Und. Nein! Das Timing muss stimmen. Weißt du was, Timing? Leck mich! Von wegen Timing, ich mach das auf. Lama Art. Komisch. Ich wollte eigentlich ursprünglich Art sagen. Ich kann meinen eigenen Namen nicht aussprechen. Das ist echt seltsam. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mein Kanalname lautet Steven Spielt. Und der Kanalname des normalen, echten, großen Kanals lautet Steven Spielberg. Aber ich spreche diesen Namen nie aus. Und nicht, weil er mir peinlich wäre, sondern einfach, weil ich... Keine Ahnung, warum mache ich das nicht? Ja, 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 nein! Ah. Doch, das ist echt kompliziert. Also, liebe Leute, wenn ihr euch so ein Spiel kauft, dann solltet ihr etwas Zeit beim Spielen einplanen. So wie ich es jetzt gerade tue. Denn mein Gott, wir haben Samstagabend. Was hat man denn sonst Besseres zu tun, als Tomb Raider zu spielen? Und das meine ich jetzt wirklich im Ernst. Da, wo andere irgendwelche verkackten Discos besuchen oder sowas, da lobe ich mir doch, dass ich hier mir einen schönen Abend mache. Ja, ah. Nur das Timing muss stimmen. Gut. So. Jetzt nicht fallen. Das würde mich echt aufregen jetzt. So. Jetzt ein bisschen weiter nach. Hallo? Ja, und? So, und? Ja. Grab gemeistert. Schön. Das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Das nehme ich doch wohl mal an, oder? Gut, zu erbeuten gibt es hier nichts. Natürlich außerdem da hinten. Also, designtechnisch muss man mal sagen, Grafik ist natürlich hier so, also nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. Die PS3 und Xbox sind jetzt beide 8 bzw. 7 bis 8 Jahre alt. Und sieht das für euch nach 7 bis 8 Jahren aus? Ja, ich freue mich schon, wenn die tatsächlich Tomb Raider fortsetzen, beziehungsweise jetzt mal außerhalb von den PS3-exklusiven Spielen, hoffe ich, dass wenn die Tomb Raider fortsetzen, dass das auf der PS4 oder nächsten Xbox meinetwegen, also was, wenn da solche Fortschritte, also, ne, ihr könnt euch denken, was ich damit sagen will. Ich freue mich drauf. Grab durchsucht. Halle des Aufstiegs. Gemeistert. Waffenmodifizierung verfügbar. 1 von 3 Teilen gefunden. Handfeuerwaffe. Bergdorf. Geocache-Karte. Belohnungsorte ansehen. Schön. Wirklich schön.
Und das Gold nehmen wir mal wieder nicht mit. Warum können wir uns nicht irgendwo mal einen Beutel besorgen oder so? Warum können wir nicht mal aus Tierhäuten irgendwelche Taschen herstellen? Das ist doch viel zu schade zum Hierlassen. Ah, blöde mystischen Dörfer. Stellen nicht mal einen Tragebeutel bereit für die erfolgreichen Abenteurer, die herkommen, um diese Gräber auszurauben. Aber ich glaube, so eine Wehr ist Leverkopf doch gar nicht. Ich glaube, die kommt wirklich nur zu solchen Dingen hin, um was über Geschichte und sowas zu erfahren. Für mich wäre ja die Bestrebung, Archäologe zu werden, dass man reich wird. Naja, nebenbei so. Führen Sie noch Upgrades für Waffen. Wir haben ja irgendwas erhalten, oder? Nicht? Haben wir nicht? Ach warte, nee, haben wir da. Hier ist das ja. So. Und was haben wir hier? Bogen-Upgrades. Ach, ein neues dazu. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Noch höhere Schussfrequenz? Brauchen wir das? Ich glaube, wir schießen. Schießen wir öfter, oder? 40%, 30 versus 0. Aber 0, das bei dem Gewehr, das will ich mal rauslassen hier. Das benutze ich eh nicht so oft. Beziehungsweise fast gar nicht bisher. Nehmen wir mal den Bogen hier wieder und dann sind wir, glaube ich, wieder gleich auf bei der Prozentzahl hier. Das ist schön. Und die Axt, diese Kletteraxt wurde bisher auch immer nur von uns bevorzugt. Ja, so. Hopp. Und sofern der Co-Pilot bisher nicht verblutet ist, können wir da schön hin und den retten. Da seht ihr mal, wie sehr ich mir Sorgen um den Typen mache. Gut. 12 Minuten, das passt doch. Da können wir noch einiges erleben heute. So. Ich bin erstaunt, dass ich zwischendurch eine kurze Pause machen musste, um was zu trinken. Naja. Karte aktualisiert, drücken Sie Select, um Belohnungsorte auf der Karte anzuzeigen. Vielen Dank. Grab. Ja, da komme ich gerade her. Das ist ja sehr freundlich. Reliquie. Warte, wie macht man die? Ach, so macht man einen Wegpunkt, warte. Hä? Hä? Ah, warte. Nee, so. Ah. Dann suchen wir gleich mal die Reliquie. Schade, dass wir keine Minimap unten links haben oder so. Aber das würde, glaube ich, auch ein bisschen das Flair vom Spiel nehmen. Was, da unten? Geh weg. Ich gehe doch nicht nach da unten. Ich will den Piloten jetzt hier retten. So, warte. Bogen haben wir schon ausgerüstet. Nee, warte. So, zielt man. Ja, das Zielen ist immer noch so ein bisschen schwer. Na, ach, jetzt drücke ich schon wieder die falsche Taste. Bald müsste ich es aber dann mal haben. Ja. Einmal kurz die Fackel magisch anzünden und dann diese Figur hier. Wenn Lara wüsste, dass wir das nicht machen, weil sie daran interessiert ist, sondern weil ich die Trophäen haben will, dann würde sie sich nicht mehr von uns spielen lassen wollen. Sofern sie denken könnte, eigenständig und eine echte Person wäre. Aber sonst? Was? Jetzt kannst du dich nicht runterrutschen. Hier ist es. Ach. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin.
Angst vor der Königin ist jetzt nichts Besonderes. Da links steht interessant, Punkt, 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 Punkt. Nee, nur dreimal Punkt. Sie hatte Angst vor ihrer eigenen Königin. Ist das sowas Besonderes, dass man Angst vor dem eigenen König hat? Ich meine, mal davon abgesehen, dass sich Leute Diktatoren oder sonst wie nennen, irgendwie ist ein König ja immer das gleiche. Ein Typ sitzt auf seinem Thron und regiert ein Land. Und in vielen Ländern ist das so, dass Leute Angst vor dem König haben. Also sowas Besonderes ist das nicht. Aber die Sonnenkönigin, da würde ich doch gern mehr drüber erfahren. Ja, in der Tat. Wie komme ich zu dem guten Piloten? Ich schätze mal, dass ich da rüber klettere. So. Wie viele Seile haben wir eigentlich? Ist das unendlich so oder ist das irgendwie beschränkt? Beschränkt. Nein, nicht beschränkt im Sinne der geistigen Leistungsfähigkeit, sondern im Sinne von Seilmenge. Ah, schon wieder was zu finden. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Also diese Mysterien, die sich um die Sonnenkönigin ranken, die wachsen schon an. Ja? Botschafter. Ich frage mich, wir finden ja immer so zwischendurch querbeet Botschaft von allen möglichen Leuten. Botschafter, wer könnte das sein? Ist das eine richtig alte Nachricht oder ist das so einer aus unserer Zeit, der hier auf der Insel war? So wie der Text geschrieben ist, schätze ich mal, dass der aus früherer Zeit stammt. Naja. Irgendwie. Ich muss darüber. Wo ist der Pilot? Ich sehe ihn nicht. Aber egal. Mal schauen, wie er reagiert. Hey, eine junge Frau rettet mich oder Scheiße, eine junge Frau, wir sind verloren. Oh. Beeilung, Beeilung. Scheiße. Als hätte ich nicht gewusst, dass diese Kletterwand für irgendwas gut ist. Das frage ich mich allerdings auch. Wenn der Typ verletzt ist, kann man die... Bringt mir das, wenn ich die Teile hier anzünde? Ganz im Ernst, kriege ich dann irgendwie Belohnungen oder sowas? Oder aktiviere ich damit die mystischen Kräfte dieser Insel, damit die Sonnenkönigin uns möglichst nicht bestrafen möge und uns von dieser Insel entkommen lassen würde? Ich entschuldige bitte meine Sprachfehler, aber ich habe zurzeit das Bedürfnis, mit einem leichten Akzent zu sprechen. Finden wir Captain Jessop? Kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge. Sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Warum gehen die in so ein Scheißschloss? Hat die Sam, wie auch immer, keinen... Egal, ich möchte gar nicht darüber nachdenken. Das würde mich nur verwirren. Ausgedorrte Schlucht. Schön.
Gefühl von Sicherheit. Nein, im Ernst. Der Typ ist verletzt. Wo ist er denn? Wenn der jetzt auch gestorben ist, dann ist mein Selbstbewusstsein aber noch ein bisschen mehr geschwächt. Ich habe vor, den zu retten, ja? Da soll jetzt keine finstere Macht ankommen und den irgendwie mit zu sich ins Jenseits holen. Habe ich keinen Bock drauf. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Jetzt fällt's mir auch auf. Stimmt, die Kofun-Periode. Das interessiert mich. Ich sollte das Spiel nicht so niedermachen. Das ist, ich glaube, das ist eins der wenigen Spiele, wo man wirklich das Gefühl hat, als wären zumindest die Informationen alle real. Also, versteht mich nicht falsch, es gibt genug Abenteuerspiele, aber ich glaube, Tomb Raider ist eins der wenigen Abenteuerspiele, wo man wirklich das Gefühl hat, dass Wissen vermittelt wird, auch wenn es nicht real ist und möglicherweise vielleicht sogar falsch ist. Eine Pilgerfahrt. Wir sind nur wegen diesem blöden Captain hier, Mann. Eine Königin. Himiko? Hi, Himiko. Unglaublich. Captain Jessup? Ach, da. Da liegt er. Captain Jessup? Oh mein Gott. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Kennen wir diese Situation nicht schon von irgendwoher? Und zwar exakt dieselbe, nur 180 Grad gedreht. Naja, ich kann mich auch irren. So. Ist der Typ nur tot oder hat man dem die Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das Spiel will uns jegliche Kommunikationsfähigkeit nehmen, mit anderen Menschen außerhalb unserer Truppe da natürlich, unserer Crew, in Kontakt zu kommen. Der arme Mann. Ich bin viel zu... Scheiß doch auf diese Emotionalität, die man entwickelt. Kack doch drauf. Ich bin auch beim ersten Mal in Heavy Rain ausgerastet. Ich bin auch in Red Dead Redemption am Ende ausgerastet und bei GTA 4 sogar. Ja, lacht nur. Es ist mir egal. Zumindest beim ersten Mal spielen jeweils. Ich finde das total blöd. Warum ist der Typ... Warum haben die den Typen umgebracht? War bestimmt... Ich hasse es, wenn die Guten sterben. Ach. Der arme Mann. Und vor allem der Einzige, der noch Kleidung anhat in dem Raum, außer wir. Naja. Gut, danke fürs Zusehen. War ja doch mal wieder recht erfolgreich. Spannend. Erfolg nenne ich was anderes in dieser Folge, aber gut.
wie immer Überlänge, aber das macht ja nichts. Das habe ich übrigens in den letzten Parts vergessen zu sagen. Ich habe vielleicht einige schlechte Eigenschaften, aber eins, das müsst ihr anerkennen. Ich mache definitiv keine zu kurzen Videos, ja. Ja. Nein, wirklich. Das regt mich manchmal auf, wenn Let's Player sagen, so, bei 15 Minuten mache ich jetzt Cut, egal ob das spannend ist oder nicht. Ich spiele bis dahin, wenn es ein bisschen weniger spannend ist oder wenn halt ein guter Punkt ist, um aufzuhören und cutte nicht einfach so, so, 20 Minuten, jetzt mache ich Stopp. So. Naja, Bewertung wie immer wäre sehr angemessen und wäre auch sehr gern gesehen von mir. Und ja, sonst heute nichts mehr zu vermelden von mir. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.